In der letzten Folge waren wir auf dem Wintertransfermarkt aktiv, haben uns mit Maxi Eggestein verpflichtet und haben sehr, sehr viele Angebote abgelehnt für unsere Spieler. Jetzt geht es in die letzten Spiele in der Mission Wiederaufstieg mit Hertha BSC. Wir schauen, ob wir einen neuen Punkterekord mit den Berlinern aufstellen können in der zweiten Bundesliga. Auf geht's in die letzten Spiele. Starten wir direkt rein mit dem Heimspiel gegen Kiel. 49 Punkte haben wir schon. Wir haben doppelt so viele Punkte geholt wie die Schleswig-Holsteiner. Mal schauen, wie wir jetzt abschneiden werden. Aufstellung lassen wir. Ne, wir müssen auswechseln, sehe ich gerade. Alcaraz. Ups, ich hätte ja gar nicht rausgehen müssen. Alcaraz ist gelb gesperrt, glaube ich. Dafür darf rein Dardai. Ja. Positionsgetreuer Wechsel. Und da kommt auch die Bank. Ach so. Ja, Trebiak darf mal rein. Ist okay. Vom Rating her ist okay. So. Wir gewinnen standesgemäß und unsere Innenverteidiger sind wieder torgefährlich, muss man sagen. Sehr souverän. Hertha baut Siegesserie aus. Das wollen wir doch hören. Und, das ging jetzt ein bisschen schnell. Hertha BSC, nächster Schritt auf dem Weg zum Titel. Auch das lesen wir sehr gerne. Also, die News sind bestimmt von uns. Saiz könnte man rausnehmen, der ist nicht so fit. Saiz, mal eine Pause. Ja, guck mir mal an. Der Boah. ist ja jetzt schon kaputt. Vom Aufwärmen. Ah, okay. Oder ja, Gechter darf mal ran. Ja, Ne? echt da. Das ist ein Punkt in die. Seit langem mal wieder, ne? Ja. Das hat getroffen. Und etwas, was in Realität aktuell unmöglich ist: Schalke gewinnt 3-0 gegen Paderborn. Wie sieht denn die Tabelle gerade aus? Wir haben lange nicht mehr drauf geschaut. Okay, gehen wir mal auf die Tabelle. 10 Punkte vor Schalke. Alter, wir haben schon 15 Punkte Vorsprung auf den ersten Nicht-Aufstiegs- bzw. auf den Nicht-Relegationsplatz. 11 Punkte auf dem Ja. Relegationsplatz. Das sollte eigentlich mit dem Teufel zugehen, wenn wir das Ja. nicht mehr schaffen oder das nicht schaffen. Kaiserslautern. Jetzt geht es 16. gegen Wien-Wiesbaden, die 17. aktuell sind. Spieltag. Meinst du, wir wollen mal gegen wen ein bisschen durchrotieren? Ein paar Leuten mal eine Chance geben, die sonst nicht so viel. Ja, machen wir. So, dann entscheide mal, wer darf rein, wer. Dardai für Kempf. Jo. Gechter für Saiz, wenn man eine komplett neue IV. Okay. Winkler für Sanchez. Ja. Und Niederlechner dran. Niederlechner. Okay. Passt. Wir hoffen, dass unsere zweite Reihe sich auch beweist. Vier Änderungen sind jetzt ja noch. Niederlechner Doppelpack und Und Winkler. Winkler. Ja, So. hast du gut gecoacht, muss ich sagen. Gutes Handling. Ja. Aber die Jungs aus der zweiten Reihe müssen halt auch performen, wenn die mal die Chance kriegen, ne? Dann musst du es Richtig. auch nutzen. Ja. Dabei, angesichts meiner Leistung für die Mannschaft und Gehälter der anderen Spieler sollte ich mehr verdienen. Eieieiei. Okay. Aber wir sagen erstmal, wir regeln das schon. Aber insgeheim hätten wir gesagt, konzentriere dich auf Fußball. Du Spund. Ist einer meiner Verschlüsselspieler, sagen wir. Das ist jetzt aber auch wieder Ja. hochgegriffen. Und Alcaraz ist glücklich. Das freut uns. Ja, gegen den FC St. Pauli müssen wir natürlich mit voller Kapelle antreten, sonst wird's eng. Weiß man ja. Und Abfahrt. Knappes 1-0. Aber reicht. Auch mal dreckig 1-0 gewinnen. Ja, das Duell der Brüder war es übrigens. Maxi Eggestein auf Stimmt. unserer Seite. Jojo Aber Jogo Eggestein war sein Eggestein Kopf. nur 6 Minuten gespielt. Ja. Wir haben kürzlich über mein Gehalt. Es ist. Hä? Wir haben gerade erst mit ihm geredet. Warten. Ganz Ganz vergessen. vergessen. Und die Moral geht noch. Nee, runter. Ne, die ist hochgegangen. Ja? Ja, die ist ein bisschen hochgegangen. Ja, komm. Dann gehen wir mal in die Mannschaft, in die Teamzentrale. Der war das, ne? Der da. Ja.
Vertragsverhandlungen. So, er möchte 2 Jahre, können wir sagen, ist okay. Mhm. Freigabesumme übergeben wir mal ganz gekonnt. So, und er verdient aktuell 7,2. Was würdest du ihm geben? 11. 11, so. Einstiegsbonus, reden wir nicht drüber. Kriegt er nicht. Abfahrt. Wenn er jetzt unzufrieden ist, dann kann er auch wieder für Hertha 2 meinetwegen kicken. So, er ist zufrieden. Gerade verlängert, da kriegen wir ein Angebot wieder. Wieder mal aus der Türkei von Trabzonspor rein. Nein. 2,6 vor allem. Ein Tausch. Oh, ein Tausch. Was ist da noch? Oh, schön. Gucken wir mal rein. Tauschspieler anzeigen. Mhm. Enes Bardi. Das ist dann tatsächlich gar nicht so ein schlechtes Angebot. 2,6 Millionen und... Ja, Wert von 4,2, ne? Und das brauchen wir den? Wir haben Eggestein geholt, IFA. Wir haben IFA und Alcaraz. So ein IV, der auch auf der 6 spielen kann, ist schon wichtiger, ne? Ja. Also es ist ein sehr, sehr gutes Angebot. Enes Bardi ist auch ein krasser Spieler, der für Mazedonien, glaube ich, schon das ein oder andere Länderspieltor auch gemacht hat. Sehr, sehr geile Freistöße schießt. Nichtsdestotrotz lehnen wir erstmal ab. Ihr könnt uns ja gerne in den Kommentaren sagen, ob ihr das Angebot angenommen hättet, aber wir setzen erstmal auf die Eigengewächse. Boah, müssen wir was ändern? Nee, ne? Nee. Simulation. Wir verlieren. Wir machen es nochmal spannend. Ich glaube, das HSV-Syndrom jetzt kommt. Hoffentlich nicht, ey. Was war das? Das war Anfang März. Es geht los. Wir wollen ja auch trotzdem noch Rekorde brechen, ne? Das ist nicht. Und schon wieder ein Transferangebot. 5,7. Real Valladolid. Also die haben jetzt gesehen, wir haben verlängert und auf einmal flattern die Angebote rein. Ganz, ganz merkwürdig. 5,7. Auch ablehnen. Alter, warum wollen jetzt alle auf einmal Dardai haben, ey? Besiktas hat uns Daniel Amate sowie eine Ablöse von 2,6 geboten. Tauschspieler anzeigen. Amate ist auch 4. Nee. Das ist es auch nicht, ey. 29-Jährigen mit gleichem Rating wie ein 22-Jähriger, das lohnt sich ja nicht. Nee, macht nicht so viel Sinn. Finnland will uns als Nationaltrainer. Ein Top-10-Land oder die Türkei, leider. Nee. Boss, bei meinen Fortschritten würde ich gerne über mein Gehalt reden. Sag mal. Jetzt kommen sie alle. Das Thema werden wir uns bald vornehmen, so. Damit er nicht gleich uns auf den Sack geht. Simulation. Knapp, also bei uns geht so ein bisschen die Konstanz flöten, ne? Sanchez mit Doppelpack. Alcaraz noch. Ja. Mal wieder einen Rückstand gedreht, das ist schon mal wichtig und richtig. Gefühlt sind wir immerhin. Ja. Werden wir gegenüber kommen. Wie viele Spiele haben wir denn noch? Geh nochmal auf die Tabelle. Zwischenstand. 10 Punkte vor Schalke, 14 vorm Relegationsplatz, das ist schon ein dickes Faustpfand, ne? 18 Punkte Vorsprung auf dem Nicht-Aufstiegsplatz. Das sind 6 Siege und wir haben noch 8 Spiele. Also, frühzeitiger Aufstieg in die erste Liga, perfekt gemacht, Fragezeichen. Gucken wir mal. Norwich City, 7,5. 7,5. Im Ablehnen? Verhandeln 10 Millionen. Verhandeln, delegieren und dann machen wir auf 9, 8 und 10. Minimum 9, 8, Maximum 10. Mal gucken. Wenn das Geld stimmt, dann sagen wir nicht nein. Das doppelt. Dann sagen wir nicht nein. Nur 2,2. Anthony. Das rettet uns schon wieder nach 85. Doppelpack wieder Sanchez. In der ersten Minute. Dafür, dass er schon einer der Oldies ist, macht er sich die Saison echt gut. Das ist echt eine Überraschung. Sanchez, die Überraschung der Saison. Ja, Norwich wird das wohl nicht bezahlen. Ja, gut. Aaron ist ein Talent. Warum sollen wir ihn günstig abgeben? Er hatte noch ein Jahr und 4 Monate Restvertrag und hat nochmal um 2 Jahre verlängert. Also 3,5 Jahre fast Vertrag noch.
Spieltag ab gegen den HSV in Hamburg. Wie spielen die mit Ferrei, Benes? Kein Glatze. Also Glatze ist scheinbar echt weg. Anstoß. Schnellsimulation. Wieder nur ein Einzelner. Aber Eggestein macht sein erstes Tor für uns, glaube ich. Bin ich der Meinung. Müsste, ja. Dompe hat für den HSV getroffen. Aber die dahinter patzen ja auch alle. Ja, das. Aber wir haben jetzt, glaube ich, schon länger nicht gewonnen, ne? Warte mal, wenn ich jetzt auf Büro gehe, Kalender. Naja, ah, doch, gegen Fürth. Aber 1 aus 4. Mhm. Warte mal, können wir nicht jetzt schon theoretisch gegen Nürnberg den Aufstieg klar machen? Tabelle. 29, 30, 31, 32, 34, 6 Spiele. Das heißt, es sind noch 18 Punkte möglich. Wir haben 15 Vorsprung. 15 Vorsprung. Vom Ding her schon, ne? Rein theoretisch. Hannover und Karlsruhe. Maximal. Ne, die müssen verlieren. Verlieren, stimmt. Und der HSV darf nicht gewinnen. Ah, da muss schon viel passieren, damit wir heuer sehen. Dann machen wir es halt nächsten Spieltag. Erstmal müssen wir diesen Spieltag überhaupt gewinnen, ne? Das ist Spieltag. Aber im Olympiastadion das fix zu machen, wäre natürlich für die Fans. Ja. Dann übernächsten Spieltag. Oh, wir verlieren sogar. Na. Rodrigo, da ferner mit dem Doppelpack. Also aktuell kriegt ein Knockout in der 87. Aktuell läuft es nicht so. Ein Sieg aus 5 Spielen nur. Jetzt geht's nach Paderborn. Boah. Nicht unbedingt einfacher. Ne. Aber jetzt können wir nochmal gucken. Tabelle. 12 Punkte nur noch und 15 auf den. Also mit diesem Spieltag können wir theoretisch die Relegation Minimum perfekt machen. Ja. Haben wir jetzt schon mit 18 ja. Tordifferenz besser. Aber ja. Wobei in 5 Spielen 18 Tordifferenz, wenn wir alles verlieren, die alles gewinnen, ist natürlich auch möglich. Komm, so. Einfach jetzt gewinnen. Alter Schwede. Jetzt müssen wir nächstes Spiel was machen, eine Aufstellung. Aufstellung, wir wackeln gerade, ey. Das ist ja eine. Diese Ergebniskrise zum Saisonende hin, wo wir eigentlich. Ich hab's noch hinaufbeschworen mit dem HSV-Kram. Jetzt endlich feiern wollen, ne? Ja, da geht Hertha die Flatter. Matze, aber so schon Gehalt reden. Gehalt, Junge. Gehalt. Bald. Wir müssen bald vornehmen. Ja, und Duziak erinnert sich dran, dass wir bald gesagt haben. Hast du immer nur noch das Geld im Kopf? Digga, wir haben gerade eine Krise. Wir reden bald. Ja. Sobald wir ein Spiel gewonnen haben, reden wir mit denen wegen Gehalt. So. Was sei es, muss mal raus. Bisschen. Klar, da, ey. Winkler für Rehse. Rehse hat lange nichts mehr gemacht. Läuft nicht, ey. Das ist Wahnsinn. Rodrigo und Sanchez treffen. Vielleicht hat es ja gereicht. Auf jeden Fall, der Vorstand ist immer unzufrieden damit uns oben links. Mhm. Zuletzt. Ja, Schalke kommt ran. Aber ey. Wir sind durch. 4 Punkte. Aber wir sind durch. 233, 34, 3 ja, Spiele noch. Wir haben 11 Punkte Vorsprung. Heißt, wir haben den Aufstieg perfekt das gemacht. Das haben wir schon mal hingekriegt, aber wenn man uns die letzten 6 oder 7 Spiele anguckt, dann sind wir, glaube ich, auf Platz 17 oder 18 gefehlt. Ich sag mal, unser Ziel, den Hertha-Vereinsrekord, was Punkte angeht, werden wir nicht mehr knacken, denn der liegt aus Saison 12-13 bei 76 Punkten. Das schaffen wir nicht mehr, aber wir haben den drittbesten Punkte, die drittbeste Punkteausbeute, die Hertha je in einer Saison, seitdem es die 3-Punkte-Regel gibt, erreicht hat, geknackt. Also wir haben die drittbeste Punkteausbeute. Wie gesagt, 12-13 hatten sie 76 Punkte, 10-11 auch in der zweiten Liga 74 und das andere war in der Bundesliga, die beste Bundesliga-Ausbeute 2008-2009 63 Punkte. Also ist okay, aber jetzt muss auch der Meistertitel in der zweiten Liga. Ja, das ist alles andere wäre Quatsch, ne? Ja, aber irgendwie ist. Jetzt geht's auch noch gegen KSC, die auch irgendwie unmittelbar hinter uns irgendwo auf Platz 3 oder so sind, ne? Aber ey, zu Hause, komm, wir müssen jetzt mal irgendwie.
Oh, Kenny muss raus. Ach komm. Hast mal deinen Einsatz verdient. Rese, nachdem du gesagt hast, der trifft nicht. Und die Leute machen alle Vereine machen gegen uns einen Doppelpack. Jetzt diesmal Schleusener. Wir haben ja nicht mehr gewonnen, ey. Das gibt's doch gar nicht. Die Headline fürs Video steht auch schon mit Ergebniskrise zum Aufstieg oder so. Wir regeln das dann so. Matza, ja komm. Ganz vergessen, sorry. Das ist auch so ehrenlos, ne? Oh, ja, ich hab dich vergessen. So, Duziak. Aber wir haben ja eigentlich auch gesagt, Duziak ist ja, für die erste Liga jetzt nicht unbedingt mehr der Mann to go. Aber wir können ja mal gucken. Ja, je nachdem, was er fordert. Wenn er jetzt irgendwie Schlüsselspieler sein will, ist natürlich Quatsch. Gehalt kriegt er... 9. 9? 9,5. Komm. Die 500 gehen auf meinen Nacken. Taui mehr die Woche. Nehmen wir mit. City Club haben wir ja, ne? Ja, Big City Club hat's. Und jetzt ist die Frage, was will Matza? Gucken wir auch mal rein. Der verdient das, was wir gerade Duziak oben raufgeschlagen haben. Perspektivspieler. Böse gesagt. Nett. So, Gehalt. Kriegt er 2? Mach 2,5, die 500 packe ich rauf. Okay, dann hat jeder jetzt mal. Kriegt er 2000 Erhöhung, das ist doch nett. Siehst du. Hätte der da auch nicht eingeschlagen, dann wäre er verrückt gewesen. Ja, Angebot für Gersbeck. Ja, das können wir ja ruhig annehmen. Das können wir delegieren. Ja. Sagen, ja, so, ne? Warte mal, Mindestverkauf machen wir 2. 2. Ja. Übernehmen. Zack. So. Spielerchat, Matza und ja, sehr Duziak schön. Sind glücklich. Das freut uns, dann sind wir auch glücklich. So, jetzt wird es Zeit, dass wir unsere Bewertung mal wieder hochschrauben. Jetzt will jeder Gersbeck, ne? Delegieren auch da. 2-2. Zack. Will jeder wieder Duziak, weil wir ihn verlängert haben. Ja. Obrecht, Abiyama, Ito, El Hankuri, okay. Vorletztes Spiel. Ist das schon das vorletzte? Ja. Oh, da ist ja der endlich lang erwartete Sieg. Doppelpack Rese und Karbovnik treffen. Man muss ihn nur ein bisschen kitzeln, wenn man sagt, ah, der Rese trifft nicht mehr, dann trifft er auch wieder. Mal gucken, ob das schon gereicht hat jetzt für den Meistertitel. Wir gehen wieder auf die Ja. Nee, noch nicht. Zwei Spiele sind noch. Er hat noch zwei, Schalke hat noch zwei. Wir haben nur noch eins. Stimmt. Der HSV kämpft. Nee, der HSV kann auch nicht mehr in die Relegation. St. Pauli hat sich auf 8 hochgekämpft mittlerweile. Und abgestiegen wahrscheinlich sind Wiesbaden und Osnabrück. Das sind alle schon, ja. Alle safe. Ja. Alles ist safe da unten. Ja. Heißt es lauter Relegation. Scher dich zum Teufel. So, jetzt die Frage, warte wir mal. Wir dürfen nicht verlieren, wir haben gewonnen. Unentschieden, das ist nochmal noch ein schöner Abschluss. Zitter, das spielen wir aber auch nicht, weil das können wir beeinflussen durch eigene Leistung, das muss simuliert werden. Guck dir das an, ey. Jetzt das ist Wahnsinn. Ist das so ein Bug, dass wenn du Spieler verlängerst, dann für die Angebote reinkommen? Oder die haben sogar einen Tausch gegeben. Weiß das jemand von euch vielleicht? Ähnliches beobachtet? Wir machen diesmal was anders. Wir lassen die Aufstellung so, würde ich sagen. Sieht gut aus. Aber gehen ja nur eine normale Simulation. Wir gucken uns das an als Simulation. Ich habe auch gelesen irgendwie in den Kommentaren, wenn du den Torwart als Spieler spielst und direkt auswechselst, dann kannst du das Spiel auch quasi als Zuschauer angucken, als wenn du spielst. Weißt du? Okay. Das wusste ich tatsächlich nicht. Hat einer unter die im YouTube-Kommentarbereich geschrieben. Aber so ist auch cool. Mach ihn.
Ach, oh, geblockt. Zwei. Da haben sie die entscheidende Lücke einfach nicht gefunden. Jetzt hätte er Anspielung. Jetzt reinbringen. Ja, gibt noch einen. Noch nicht hinters Tor flach. Aber unentschieden ist okay. Unentschieden ist vollkommen okay. Aber ich will die Saison mit einem Sieg abschließen. Und der Vorteil, es geht nicht um, was man will, sondern was man möchte. Oder vielleicht auch verlieren. Alter, wie kann ich das... 35. Minute, ne? Alter Schwede, ist das krass. Alter, Watschlik rettet uns da hinten gerade. Ja, zweimal. Saiz, unser neuer Linksaußen. Lucio. Ja! Rodrigo, bisschen Kitzel, wie du gesagt hast, ey. Bisschen Kitzel. Aber warum? Weil Saiz auf einmal Linksaußen. Mit 36 nochmal. Den Lucio-Vorschuss macht. Müssen wir das was auswechseln? Jetzt können wir ja selber entscheiden. Bringen wir Dardai für Saiz ein bisschen Verschleiß? Ja, können wir. Ja, reicht erstmal. Wir machen so weiter. Fortsetzen. Komm, Jungs. Strafft euch nochmal. Der ist kaputt nach seinem Lauf auf links. Letzte Halbzeit. Der Saison. Ey, Tempelmann und Seguin treffen gegen uns, ne? Wenn ich das im Real denken würde, ne? Boah, da kriege ich Kopfschmerzen. Ja. Immer eine Antwort parat, Rehse, du Macher. Auf jeden Fall sind beide Abwehrreihen offen wie die Scheuneturm. Jetzt. Jetzt gegen Ivan auf. Ja. Ja. Oh, er verliert immer. Man sieht nur so 22 Punkte, aber fiebert mit, als wenn es, ey. Zurück, taktisch, unterbinden. Unterbinden. Paul doch. Jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Gucken dann nur zu, ne? Oh, wie kann man so... Wir müssen was machen. Warte. Das ist eingreifen. Nee, das ist Spielen. Was müssen wir machen? Niederlechner, warte. Winkler für Rehse. Nein, Winkler für... Sanchez. So. Volles Rohr, Attacke. Greifen wir einmal ein, ne? Jetzt ist natürlich auch der Trainer gefragt. Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Das könnte sein. So war gut, ne? Aber. Gute Gelegenheit, den späten Ausgleich zu machen. Bitte das Der Blick auf die Uhr. Wir machen jetzt sehr offensiv, scheiß drauf. Das könnte gefährlich werden. Wahrscheinlich nur noch eine Chance. Ja, die hat Schalke. Gut verteidigt. Rodrigo jetzt. Die dringen auf den Ausgleich. Vielleicht geht jetzt was. Da geht er runter und kann mal abwehren. Letzte Chance, komm. Die Ecke könnte den Ausgleich bringen. Nein, wir verlieren auf Schalke. Wir haben es also an diesem letzten Spieltag nicht geschafft. Wie kann man denn mit 15 Punkten Vorsprung noch die Meisterschaft verspielen in der zweiten Liga? Ja, frag mich nicht. Wir kriegen 22,4 Millionen Preisgeld, wahrscheinlich Fernsehgelder. Matze hat nochmal ein Angebot. Aber ist auch wieder Quatsch. Ja, bittere Pille, aber die Mission Wiederaufstieg ist uns gelungen. Wir gucken auf die Abschlusstabelle. Ein Punkt hinter Schalke, ey. Dennoch sehr souverän. Bis aufs letzte Drittel der Saison, würde ich behaupten. Ich habe es leider heraufbeschworen. Du hast den HSV-Syndrom, ja. Gucken wir mal auf die Spielerstatistik. Rodrigo, Torschützenkönig der zweiten Liga geworden. Sanchez auf Tobi Mohr, 15 Buden. Sanchez auf 3 tatsächlich, ey. Alcaraz mit 11 Toren. Auch nicht schlecht. Mal dafür, dass es alle Neuzugänge sind. Die drei Spieler haben zusammen 48 Tore gemacht. Stabil, würde ich behaupten. Eggestein mit 9 für St. Pauli. Hartl 10.
So. Beim HSV hat Dompe und Jatta. Natürlich. 13-13. Haben wir noch am letzten Wochenende gesehen, dass die für Bude stehen. Torvorlagen, Rodrigo auch am meisten. 32 Scorer in 32 Spielen. Da kann man nicht meckern. Das ist ein absoluter Goat. Sanchez 6 Vorlagen. 21 Scorer in 32. Alcaraz auch 6, 17 in 32. Ja, an der Offensive lag es eigentlich nie. Muss man. FIFA und Dardai auch 5 Vorlagen, ne? Also offensiv waren wir eine Macht, defensiv hat es dann hinten raus gerade ein bisschen gewackelt. Aber wenn es darum geht, ums ohne Gegentor sind wir nicht dabei. Watt schlägt 6 Mal. Mit 6. Und 11 Mal zu 0. Ich wollte gerade sagen, zu 0 haben wir nicht aufgespielt. Karten-Winner ist Mohr geworden. Bei uns Rese. Bei uns Rese. Rot. Oldby, Terodde, Konrad. Bleib nur einmal. Kein doppelter Rotsinner. Langweilig. Aber Fortuna Düsseldorf mit 3 Roten. Gehen wir mal nur auf unseren Kader, gucken uns da nochmal an. Einsätze Mats Wiefer. Als einziger. Ja, auf der 6. Ne? Konstanz in Person. Lukoki sogar auch 10 Einsätze bekommen. Wurde bestimmt ein paar Mal eingewechselt, wenn wir simuliert haben, ne? Ja. Oh, hier Tabakovic mit Bitter. Ohne Einsatz. Tabakovic ohne Einsatz, Pekarik ohne Einsatz, Leistner ohne Einsatz, Benze Dardai ohne Einsatz. Au, au, au. Haben wir einige verschmäht. Rehse mit 6 Toren, Niederlechner 3, Martin Winkler 3. Und vor allem Rehse hat 3 davon gemacht, nachdem wir ihm gesagt haben, hier ist es auch nicht zu wenig. Niederlechner 3 Tore in 3 Spielen ist jetzt auch nicht so eine schlechte Quote. Ja. Mats Wiefer 2-5. Roman Saiz, Kempf 2, Luciak hat ein Tor gemacht, das habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Das Tor von Kenny habe ich auch ehrlich gesagt nicht mehr auf dem Schirm. Kabofnik, das war jetzt irgendwie vorletzten Spieltag oder so, ne? Ja. Vorlagen, was haben wir da noch so? Wiefer 5, Rehse 5, Dardai 5, Dardai Pal Dardai? Das ist doch der Vater. Palko. Ach ja, der heißt Palko. Ich dachte so ein paar da, wieso ich denn noch? Oh Mann, ey. Es gibt ein paar mehr davon. Ja, ja, Entschuldigung. Ja, sieht gut aus, muss man sagen. Aber letzten Endes haben wir ganz, ganz bitter die Meisterschaft verspielt. Aber unser Ziel am Ende vollends erfüllt, ne? Ja. So, und dann gucken wir uns nochmal das Team der Saison an. Natürlich auch wichtig für uns. Ich sehe da auf jeden Fall einen Hertaner. Hut im Tor, Kabofnik, Rodrigo. Alcaraz, Sanchez, Rob, 4. Und vom Meister Schalke nur Seguin dabei. Das lag ja eigentlich alles, ne? Der uns leider mit Tempelmann zusammengebrochen hat am letzten Spieltag. Aber war wieder wie fürs Kino gemacht. Ne? Am letzten Spieltag kommt es zum Aufeinandertreffen. Erster gegen Zweiter, der Zweiter überholt den Ersten. Kann's nichts machen, haben wir vergeigt. Haben wir vergeigt, kann man nicht anders sagen. Meisterschaft nicht geholt, aber den Aufstieg, die Mission, Wiederaufstieg haben wir gepackt. Haben uns gut verstärkt, haben echt eine gute Mannschaft gehabt diese Saison, muss man sagen. Ob das in Realität allerdings so wäre, bleibt fraglich. Nichtsdestotrotz, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr sowas in Zukunft nochmal wiedersehen wollt, schreibt es uns gerne in die Kommentare, falls ihr Ideen habt für ähnliche oder andere Formate in diese Richtung. Auch das könnt ihr uns gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten lasst gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao. Ciao, ciao.